Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch. Es hat einige Zeit in Anspruch genommen. Ich war irgendwie echt so dumm, um alle Hühner zu finden. Ich weiß auch nicht. Aber stattdessen habe ich alle 5 Streiche gefunden. Oh, hast du sie gefunden? Was? Du hast überreicht, was du gesammelt hast. War schwer, danke für deine Mühe und das in den Sommerferien. Ich bringe die Dinge wieder dorthin, wo sie hingehören. Danke fürs Finden. Wir werden deinen Lehren auch auf jeden Fall sagen, hilfsbereit du warst. Das ist toll, dann werden deine Lehrer wirklich große Stücke auf dich halten. Gutes zu tun ist gut. Machen wir weiter so. Ja, hast du nicht ganz unrecht, Wisper, muss ich sagen. Schulstreiche abgeschlossen. Gut gemacht. Ich weiß. Und wir kriegen gleich noch eine Bonus. 35 Erfahrungspunkte, das hat sich beinahe gelohnt. Trotzdem 2 Level-Ups. Okay, und Bonusszene. Haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Naja. Aber, wie ich bereits angesprochen habe, es hat lange gedauert, aber ich habe die Hühner gefunden. Oh Mann, du hast sie alle gefunden? Du hast was gut bei mir. Wenn die Lehrer das mitbekommen hätten, wären sie so böse auf mich. Ich vergesse nie wieder abzuschließen. Das bleibt unter uns, ja? Ich hoffe, die Hühner sind nicht zu aufgebracht. Bloß keine Hühnerrevolution. Alles scheint gut zu sein. Ich bin mit der ganzen Hühnersituation im Reinen. Dann ist ja gut, Whisper, wenn du damit im Reinen bist. So. Ja. Bisschen Erfahrungspunkte. Bestimmt auch wieder nicht viel. 28. Hühnerkeule. Okay, immerhin das. Und eine weitere Bonusszene. Auch die kennen wir bereits zur Genüge, würde ich sagen. Fiese Medizin erhalten. Gut, 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 gut. Nun können wir der Geschichte folgen. Ja doch, die Karte zeigt mir, wo ich hin muss. Das Problem ist ja, dass ich da noch kein Portalex aktiviert habe. Da, wo ich hin muss. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich hin muss. irgendwo hin halt. Moment mal. Bei der Uhr da unten oder bei diesem Uhrenladen ist bestimmt auch ein Portalex. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Nein? Im Laden drin vielleicht? Ja, super. Weil irgendwann kann ich meine Yo-Kai Watch bestimmt noch auf den S-Rang aufstocken lassen. Deswegen ist es gut, wenn ich mich immer wieder dahin teleportieren kann, würde ich sagen. Und nochmal, es wäre super gewesen, wenn man das ein bisschen früher eingebaut hätte. Weil, nachdem ich jetzt ungefähr 30 Mal an jeder Stelle war, muss ich jetzt nochmal an jede Stelle gehen, um dort diesen Portalex zu aktivieren. Und das ist ein bisschen... warum bin ich nicht mehr auf dem Rad? So, geht doch schon viel schneller vor. Was war das? What? Habe ich jetzt zu spät gesehen. Was war das? Da stand was auf der Straße und ist dann direkt abgehauen. Ich dachte zuerst, es ist ein Mensch. Aber es war bestimmt keiner. Ah, jetzt müssen wir sogar dahin, wo wir das ganze Fusionsgedöns gefunden haben. Verstehe. Ah, dann ist es doch nicht ganz nebensächlich. Nicht ganz auf jeden Fall. Bist du ein Portal? Nee. Ah, nee, du bist Wanderkappe, genau. Das Vieh sucht irgendwie eine Flasche. Ist auch so eine Nebenquest. Habe ich bisher nicht gemacht. Ist ja auch egal. Gehen wir hier rein. Und uns erstmal heilen. Nee, erstmal noch dich aktivieren. Super. Nein, nicht teleportieren, danke. Heilen, heilen, heilen. Und dann, darüber müssen wir. Was ist das? Eine Kugel. Ich frage mich, ob das die Kristallkugel ist, von der Herr Kubinski sprach. Ich weiß nicht, könnte auch eine ganz andere Kristallkugel sein. Aber ja, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist die richtige. Also, was machen wir jetzt? Richte deine Watch auf die Kristallkugel, Johnny. Na dann, wird schon schief gehen. Hallo? Draki! Na, was ist los? Wieso musstet ihr mich jetzt wecken, hä? Moment mal, steckt dieser Yokai hinter der allsehenden Kristallkugel? Wer hätte gedacht, dass im Tempel des Waldpfades ein kleiner Drache lebt, hä?
Der Kristall eines Drachen kann die Wahrheit zeigen und die Zukunft lösen. Hallo, wollt ihr jetzt etwas? Schön, dass du fragst, Raki. Wir wollten etwas in deiner Kugel nachsehen. Dir liegt es doch sicher am Herzen, uns zu helfen, oder? Vielleicht, doch die Kugel ist dich nicht von allein. Nicht umsonst. Ihr dürft einen Blick in meine Kugel werfen, wenn ihr mir einen Gefallen tut. Oh, also ein Geschäft, hä? Eine Hand wäscht die andere, aha, das gefällt mir. Ich will einen Sägezahnhirschkäfer. Einen Sägezahnhirschkäfer, keinen seltenen. Bitte, ein gewöhnlicher reicht. Ich glaube, das habe ich doch. Worauf warten wir schon? Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir den Hirschkäfer finden, desto schneller blicken wir in die Kugel. Ich hab doch so einen Käfer. Glaube ich. Sägezahnhirschkäfer, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den habe. Hier! Ha! Finde ich schade, dass ich den jetzt abgeben muss, aber hey. Besser als jetzt lange suchen. Hallo? Habt ihr mir einen Sägezahnhirschkäfer mitgebracht? Warte mal eine Sekunde. Überreicht, Sägezahnhirschkäfer. Juhu, ein echter Sägezahnhirschkäfer. So einen habe ich mir immer gewünscht. Ich durfte nie ein Haustier haben. Na, ist das nicht rührend. Wir haben ihn glücklich gemacht, Johnny. Danke, dass ihr euer Versprechen gehalten habt. Wollen wir Freunde sein? Meinst du das ernst? Das klingt toll. Ich werde euer Freund, aber ihr müsst mir weiterhin Sachen geben, okay? Na klar, ich werde daran denken. Du gieriges kleines Mistvieh. Abgemacht, dann sind wir jetzt offiziell Kumpel. Cool, ich mag Draki irgendwie, aber es scheint ein bisschen ein Arsch zu sein. Draki. Draki. Nein, kein Spitznamen. Gut, 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 gut. Oh! Noch was leuchtet. Ja, ich bin gespannt, wie stark Draki ist. Es ist wunderbar, so viele gute Freunde zu haben. Mir wird jedes Mal warm ums Herz, wenn du Freunde findest, Johnny. Also gut, kommen wir zur Sache und werfen einen Blick in die Kristallkugel. Ich erinnere mich an diesen Ort. Ich nicht. Ich nicht. Dort haben wir Kyubi zum ersten Mal getroffen. Ach so, die Baustelle. Gott ist ein böser Yokai. Er ist wirklich gemein und absolut furchterregend. Dieser Yokai klingt nach Ärger. Nee, Moment, das war nicht die Baustelle, wo wir Kyubi das erste Mal gesehen haben. Ich glaube, wir sollten mal wieder die Privatklinik Mondhof aufsuchen. Ja, klingt gut. Ich denke auch. Was bist du für ein Idiot? Was machst du hier? Ich werde dir nichts mehr über Sägezahnhirschkäfer erzählen. Nie wieder. Was? Was? Er wird mir nie wieder was darüber erzählen. Was? Ah, leck mich doch. Lass mich mal Draki begutachten. D-Rang. Er hält mehr Erfahrungspunkte. Das wäre cool, aber... Ob ich jetzt noch einen D-Rang dazu nehmen will? Ich weiß nicht. Denke nicht. Aber gut, dann gehen wir halt wieder mal zu dieser Klinik. Wieder mal ein bisschen Fußweg, beziehungsweise Fahrradweg. Oh, es ist nervig, dass er immer absteigt, wenn er, ne, Treppen rauf und runter muss. Kann er doch mit dem Rad machen, dieser Vollidiot. Ja gut, ist vielleicht nicht ganz so leicht, aber... Ist mir egal, kann er machen. Verdammt. So. Alter Wampe, Yokai, irgendwo. Hier im Auto. B-Yokais geben gute Erfahrungspunkte, würde ich sagen. Da. Aha. Wir haben aus zwei Yokais dicht zusammen fusioniert, glaube ich. Ich glaube ja. Aber gut, machen wir dich platt. Frostina braucht ein bisschen Erfahrungspunkte. Wow, das ging schnell. Eisige Dusche. Das war jetzt gar nicht mal so stark. Ihr normaler Angriff macht mehr Damage irgendwie. Warum schützt sich der Idiot? Los, macht ihn platt. Macht ihn platt. Halt, das Ding will ich haben. So, ich habe Geld gekriegt, glaube ich. Gut.
Yeah! Gewonnen! Woher habe ich das nur? Dieses Gewonnen! Ach so, ich weiß, woher ich das habe. Shit. Das habe ich aus, Beyond Good and Evil. Ja, wenn Jade dieses Scheibenspiel spielt. Ja, und wenn sie gewinnt, dann kommt Double H von dir. Yeah, gewonnen! Und was willst du? Lasagne, Ravioli, Bolognese, Suff, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Hä? Die Zeitschrift, für die ich arbeite, will einen Artikel über Nudeln. Ich weiß einfach nicht, über welche Nudelgerichte ich schreiben soll. Oh, warte, ich hab's. Hättest du Zeit, mir zu helfen? Kommt darauf an. Also sogar eine Sie, ach so. Danke, das ist wundervoll. Tu bitte Folgendes, geh los und frag Leute nach ihren Lieblingsnudeln. Ich denke, die Stichprobe sollte 5 oder 6 Leute umfassen. Klingt gut. Bestimmt können wir einfach die Leute hier um den Bahnhof herumfragen. 5 oder 6 Leute, das geht ja. Ah, okay, wir können wirklich jeden fragen. Für Ravioli? Nein, nein, ich bin für Spaghetti Bolognese. 1. Spaghetti Bolognese. 2. Lasagne. 3. Warum kann ich dich nicht fragen? Warum kann ich dich nicht fragen? Warum kann ich dich nicht fragen, verdammt? Dich kann ich fragen. Yeah, Nudelsuppe, Ah, mir wird sogar angezeigt, wo ich die Leute befragen kann. Okay, dann geht's ja. Du hier. Hallo, du hier. Ich mag am liebsten Lasagne. Ja, ich auch. Bin ich auch ein großer Fan von. So, und noch dich hier. Ich mag natürlich Ravioli. Wir haben 6 Leute gefragt, aber die Meinungen gehen stark auseinander. Wir müssen die Ergebnisse jetzt trotzdem an die Reporterin mitteilen. Machen wir. Trotzdem hätte der Typ nicht absteigen müssen. Verdammt nochmal. So, Ma'am. Hast du dich schon umgehört, hä? Oh, wirklich? Keine übereinstimmende Meinung? Tja, das ist enttäuschend. Aber ich will wirklich nur über ein Nudelgericht schreiben. Hey, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wie ich den Artikel schreiben soll. Oh je, sie ist nicht sonderlich entscheidungsfreudig, oder? Mein großer erster Artikel mit knapper Frist. Ich muss anfangen zu schreiben. Ich muss auf das Thema brennen und mir die Fingerwunsch schreiben. Also ihr Motor ist auf Touren gebracht. Steckt aber im Leerlauf fest. Nutzen wir Veterans Fähigkeiten, damit sie entscheiden kann. Mein Nachforschungsvolk ist Veteran im Krämerviertel. Oder er ist in den leeren Wohnungen der Waldesruh-Wohnungssiedlung. Oder unter Autos oder Geldautomaten in dieser Gegend. Finden wir ihn und freuen uns mit ihm an. Hasse das. Warum kann ich eine Quest nicht einfach nur beenden? Ist nicht die erste, die quasi zu Ende geht, aber noch nicht fertig ist. Hasse das. Bei Geldautomaten oder Autos. Super, super, super. Hier ist zum Beispiel ein Automat, aber da ist nichts. Außer so Leuchtgedöns. CS Bonbon. Ein 10-Cent-Kaugummi. Habe ich genug. Tut mir leid, brauche ich nicht. Und fiese Medizin. Ja doch, die belebt meine Yokai wieder. Das ist eigentlich gut. Und was willst du denn? Noch eine Reporterin. Kennst du Zeitkapseln? Sie sind so eine Art Nachricht an dein zukünftiges Ich. Ich habe irgendwo eine vergraben, aber ich kann mich nicht erinnern, wo. Könntest du mir helfen, sie zu finden? Weiß ich nicht. Danke. Eine meiner Freundinnen weiß vielleicht, wo sie vergraben ist. Ich glaube, meine Freundin ist unten im Café in der Innenstadt. Es heißt Café Schicksal und befindet sich gleich beim Wellenkamp Park. Wir haben eine geistige Verbindung, deshalb weiß ich immer, wo sie ist. Haha, Scherz. Ich habe gerade mit ihr telefoniert. Warum hast du sie denn nicht gefragt? Mein Gott. Ich würde sie auch selbst fragen, aber in letzter Zeit ist sie irgendwie komisch. Kannst du sie für mich fragen? Na, sind wir nicht ein praktisches Duo? Ich schätze, das wird nicht allzu schwer. Erledigen wir es. Eigentlich mache ich mir mehr Sorgen um ihre komische Freundin. Gehen wir zum Kaffeeschicksal drüben in der Innenstadt. Nein, will ich nicht machen. Sonst suche ich mich wieder kaputt. Ah, das ist wieder so ein... ihr wisst schon. So eine Labernase muss das sein. Oder eine Bananennase. Gibt ja beides. Ne? Ne, ist die Labernase. Okay. Okay. Dann laber du halt vor dich hin. Ist mir egal. Und ich gehe hier weiter. Da lang. Hier sind keine Yokais unter den Autos versteckt. Warum? C-Yokai! Irgendwo hier. Hier, im Baum.
Ja, man sollte sich doch ab und zu noch ein bisschen umsehen, wie ich finde. Da. Schlabat, oder wie heißt du nochmal? Ich glaube Schlabat. Habe ich so ein Vieh wie dich? Ich glaube nicht, ich habe nur Jamsel. Versuch mal, ob du dich mir anschließen möchtest. Ja, doch, ich versuch's mal. Schlabat. Das ist auch sowas. Die benutzen das gleiche Monster, hauen eine andere Farbe drauf und sagen, das ist ein neues Yokai, haha. Ja, sie machen es sich doch ziemlich leicht teilweise. Hier, bam, was ist das? Gibt Besseres. Naja, gut. Dann halt nicht. Wenn sie es nicht so wirklich mögen, dann lassen wir es halt. 156 Schaden hat Faustina gerade gemacht. Verdammte Scheiße, das ist... Wow. Kann es sein, dass wir nur noch Chibanian von Anfang an bei uns haben? Und natürlich Ninzikado, das hat sich mittlerweile verändert. Es hat auch einen unnatürlich starken Angriff, muss man sagen. Da müssen wir hin. Hallo? Bei dem, was ich vorhin gesehen habe, habe ich mich wohl getäuscht. Warum? Ja, hier waren wir schon mal, glaube ich. Irgendwo hier ist ein B-Yokai. Wo? Hier im Baum. Ja. Sehen wir uns auch nochmal kurz an. Da. Was bist du? Du bist irgendwie groß und irgendwie doch nicht. Und du bist schnell und... Was bist du? Wo bist du? Da. Ja, du wirst irgendwie nicht kämpfen, kann das sein? Doch, jetzt. Ha! Was bist denn du? Schmöker. Ah, so ein... Fistengu, irgendwie so hast du doch geheißen, in der grauen Form, oder? Wir hauen dir einfach mal so ein 10-Cent-Kaugummi um die Ohren und dann prügeln wir dich kaputt. So, Chibanian, tue deine Pflicht. Vernichte sie! Jawohl! Warum steht der Typ auf Stelzen? Das sehe ich erst jetzt. Weiß ich nicht. Los! Danke. Gewonnen! Nein, ich werde mir nicht das Soundfile aus Beyond Good & Evil suchen und das immer einblenden, wenn das steht. Hätte ich früher drauf kommen müssen. Okay, der Typ schließt sich auch nicht an. Okay Leute, ich würde sagen, im nächsten Part treffen wir uns hier und zwar mit gehaltenen Yokais. Denn das war es bereits wieder für heute mit Yokai Watch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!